Schwarzfreunde, ich begrüße euch zum heutigen Video und langsam wurde es Zeit, ich musste einfach jetzt den Q&A machen. Hoffe, ich kann das Ganze interessant verpacken und einfach nicht nur so ein stumpfes Q&A. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Colin Reitz fragt, wie und wann bist du in der Szene bekannt geworden? Ich weiß gar nicht, bin ich bekannt in der Szene? Ich kann das echt nicht einschätzen, mir ist es auch nicht so wichtig. Ich höre häufig, ja Kai, du hast mehr Abonnenten verdient, dir sollten mehr Leute folgen. Aber das weiß ich nicht, das sind alles nur Zahlen. Ich sag mal, solange ich weiß, dass die Leute, die mir folgen, mich feiern, dass ich einfach was Positives hinterlasse und was Positives bewirken kann, reicht mir das. Und natürlich ist es schön, wenn einem viele Leute folgen, ganz, ganz klar. Aber ich bin da nicht so auf diese Zahlen fixiert, ehrlich gesagt. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ob ich jetzt bekannt bin in der Szene oder nicht. Also es gibt nun mal ganz, ganz viele Leute, die, ja, wenn man rein auf die Follower achtet, auf die Abonnentenzahlen, ganz, ganz viele Leute, die wesentlich bekannter sind als ich. Die nächste Frage lautet, wie schaffst du es eigentlich immer wieder so gut gelaunt zu sein und immer wieder quasi mit dem Strahlen euch zu begegnen beim Videos machen? Und ich muss ganz klar sagen, so bin ich nicht in meinem Leben, auf gar keinen Fall. Ich bin eher jemand, der vielleicht relativ distanziert, relativ nachdenklich wirkt, wenn ich nicht gerade vor der Kamera stehe. Mein Ziel ist es, wenn ich vor der Kamera stehe, dass ich euch gute Laune bereite, dass ich euch motiviere, dass ich euch Infos gebe, irgendwas, das für euch einen Mehrwert hat. Und dementsprechend will ich auch einfach in der Zeit, wo ich die Videos mache, gute Laune haben, beziehungsweise die habe ich auch, das ist nicht vorgespielt. Die nächste Frage lautet, Kai, warum ziehst du eigentlich nicht ein bisschen mehr Geld aus der Sache? Warum verkaufst du kein Trainingsprogramm, Personal Training und so weiter? Und ich möchte diese Frage gleichzeitig mit einer anderen Frage beantworten, nämlich der Frage, was ist so dein großes Ziel? Also ich habe mit der Seite angefangen, um Informationen zu vermitteln, um Wissen weiterzugeben. Mittlerweile ist auf jeden Fall auch so ein Unterhaltungswert, Motivationswert, der dazugekommen ist, weil ich einfach gesehen habe, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht, dass ich meine Kreativität auch über Instagram, über YouTube und so weiter einfach in irgendeiner Weise ausleben kann. Und ich sag mal, das große Ziel, wenn ihr mit einem Lachen aus dem Video geht oder ein Schmunzeln oder motiviert seid, dann ist das große Ziel erreicht. Und es ist nicht mein Ziel, möglichst viel Cash aus der ganzen Sache zu ziehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Unternehmen einen anschreiben, wie viel ich eigentlich bewerben könnte, wenn ich es denn wollte. Und natürlich könnte ich auch Personal Trainings anbieten, auch wenn ich keine Lizenz dazu habe, was weiß ich. Ich glaube trotz alledem, dass sich viele Menschen finden würden, einfach weil ich glaube, auch gut Wissen weitergeben zu können, dass ich auch eine Menge Ahnung habe, aber ich habe nun mal keine Ausbildung dazu. Trotz alledem habe ich mir gesagt, dass ich das einfach nicht mache, denn in gewisser Weise möchte ich meine Kreativität so weiter ausleben, wie ich es bisher gemacht habe und ich sag mal, relativ im Hintergrund über meine Sponsoren, was weiß ich, über mein Kochbuch, was auch demnächst kommt, sage ich mal so ein bisschen passiv, was mir dazu zu verdienen. Und da kommen wir auch zu dem großen Ziel. Ich habe zwar gesagt, dass ich nicht wirklich Cash aus der Sache ziehen möchte, aber mein großes Ziel ist es, irgendwann frei zu sein. Und frei, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber frei zu sein, einfach in dem Zusammenhang, dass ich nicht mal finanziell an irgendwas gebunden bin, dass ich nicht jeden Tag arbeiten gehen muss, dass ich vielleicht nur noch administrative Aufgaben machen kann, dass ich vielleicht genau das machen kann, worauf ich Lust habe. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, finanzielle Sicherheit ist was mega Wichtiges, weil finanzielle Sicherheit auch dazu führt, dass man sich in irgendeiner Weise Träume erfüllen kann. Egal, ob es jetzt Reisen ist oder das dicke Auto ist,
das alles führt leider mittlerweile nur noch über Geld. Und ja, ich sag mal, wenn ich das eine mit dem anderen in irgendeiner Weise verbinden kann, ohne großartig mein eigentliches Ziel dabei aus den Augen zu verlieren, finde ich das eine gute Sache. Und deshalb mache ich das zum Beispiel auch mit meinen Sponsoren. Deshalb habe ich auch Sponsoren, weil ich einfach darüber natürlich ein bisschen was dazu verdienen kann und natürlich auch mir einfach Chancen ermöglicht werden, wo ich mal ganz ja, von jetzt auf gleich quasi zur Bodypower fliegen kann. Und das sind einfach Dinge, die sind mega krass und das freut mich auch richtig krass. Was sind deine Träume? Den einen Traum, den habe ich euch gerade schon erzählt und ja, was ist noch ein weiterer Traum? Also diese ganze Sache hier mit YouTube, das macht mir ungemein Spaß. Das ist wirklich eine ganz andere Welt als mein normaler Beruf. Ich bin ja hauptberuflich, sage ich mal, Polizist und das ist einfach was ganz anderes, weil hier ist so wirklich, ja, das Feeling ganz anderes von der Kreativität, die man umsetzen kann, von dem, was man zurückbekommt, von dem Feedback, was man bekommt, aber das alles hier ist auch viel schnelllebiger und mein Traum wäre es auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen mehr in diese Richtung hier zu machen, vielleicht das andere für eine Weile ein bisschen zurückzuschrauben, bis, ja, ich sag mal, bis ich zu alt für den ganzen Spaß hier bin, aber ja, solange wäre das auf jeden Fall ein richtiger Traum. Ich würde auch sehr, sehr gerne ja, irgendwie wie so eine Lagerhalle haben, wo ich einfach halt so den Standard-Shit am Start habe, die Standardgeräte. Am liebsten auch so eine kleine Küche und dann ja in irgendeiner Weise zum Beispiel mit meinem Kollegen hier, dem Maurice, High-Quality-Shit produzieren an Videos und gleichzeitig vielleicht auch so Workshops anzubieten, die in die Richtung Kochen, Training und so weiter gehen. Das wäre halt so mein richtig großer Traum. Mal gucken. Man weiß nicht, was noch kommt. Vielleicht kommt es so, vielleicht nicht. Ganz ehrlich, Pläne machen ist, jedes Mal, wenn wir Pläne machen, werden die sowieso geändert und ich träume auf jeden Fall davon. Mal gucken, was dabei umgesetzt wird. Das Wichtige ist nur, dass ich am Ende meines Lebens am Meer alt werden kann und jeden Morgen aufs Meer blicken kann und einfach nicht mehr viel machen muss. Das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Einige Fragen sind noch offen, die werde ich mir auch für die weiteren Videos noch aufheben. Hoffe, es hat euch in dem Format gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Ciao.